Mitte Februar in der süddeutschen Stadt Heilbronn. Ein 70-jähriger Mann sticht plötzlich mit einem Messer auf drei Flüchtlinge ein. Rechtsextremistische Gewalt, wie sie das Bundeskriminalamt BKA immer häufiger sieht. Das BKA warnt explizit vor fanatisierten Einzeltätern, aber auch vor organisierten neonazistischen Strukturen, wie wir sie beispielsweise in der Gruppe Freital gesehen haben. Heike Kleffner beschäftigt sich seit Jahren mit Rechtsradikalismus, hat im Jahrbuch Rechte Gewalt neue Entwicklungen dokumentiert. Etwa die zunehmende Gewaltbereitschaft von Rechtsextremen in Deutschland. Wir sehen, dass die extrem rechte Szene und Bewegung in einem hohen Ausmaß bewaffnet ist. Also fast jede Hausdurchsuchung endet mit Waffenfunden und oder Sprengstofffunden. Die Behörden gehen von rund 23.000 Rechtsextremisten in Deutschland aus. Etwa die Hälfte halten sie für gewaltbereit. Ein Teil ist in rechtsextremen Parteien wie der Dritte Weg, die Rechte oder NPD organisiert. Überschneidungen gibt es aber auch mit der Alternative für Deutschland, AfD. AfD-Politiker haben überhaupt kein Problem und Vertreter haben überhaupt kein Problem damit, in Aufmärschen mitzugehen, sie teilweise auch offensiv zu bewerben, wo militante Neonazis ebenso offen auftreten. Im Bundestag ist die AfD in Zukunft stärkste Oppositionspartei. Gleichzeitig bleibt sie offen für noch extremere Ansichten. Die Rechte in Deutschland wird breiter, vielleicht auch gefährlicher, in jedem Fall unübersichtlicher.